Hallo und ein herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen schicken Schatz von Megablocks Halo dabei, und zwar das Covenant Stormlands Set, quasi ein Covenant Battlepack kann man dazu sagen, aus dem Jahre 2016 mit 114 Einzelteilen und heutzutage zu unterschiedlichen Preisen erhältlich, mal für 80 Euro, mal für 60 Euro oder auch mal gerne für 100 Euro. Ich habe es allerdings glücklicherweise für 15 Euro erwerben können und bin auch richtig froh darüber. Aber warum? Das seht ihr gleich. Wir kommen erstmal zu den Bauelementen. Im Set erhalten wir für unsere Allianzeinheiten zwei Barrikaden, die in einem so lila-roten Farbton gehalten sind, die halt auch sehr gut zur Farbe der Allianz passen. Des Weiteren erhalten wir einen Energieschild als zusätzliche mobile Deckung sowie eine Plasmabatterie, um die Plasmawaffen aufladen zu können. Sehr coole, nützliche Elemente. Weiter geht's zu den Minifiguren. Die erste Minifigur, die wir hier haben, ist der Covenant Storm Grunt. Pechschwarze Haut zeichnet diesen Grunt aus. Wir bekommen diesen mit einer Plasmapistole sowie in der anderen Hand eine Plasmagranate. Von der Beweglichkeit her ist dieser Grunt eingeschränkter als seine heutigen Vertreter. Die Beine sind nämlich fest miteinander verbunden, sowie sein Kopf kann man lediglich nach oben bewegen. Weiter zum Schakal. Den Schakal erhalten wir mit einem Nadelwerfer und dem für Schakale typischen Energieschild. Optisch finde ich diesen Schakal hier viel gefährlicher und hübscher anzusehen als zum Beispiel die Schakale im Warthog Rally Set. Liegt auch daran, dass dieser Schakal hier bulliger und muskulöser ausschaut als die anderen schlaksigen. Das wird sicherlich eine andere Rasse der Schakale sein, nehme ich an. Übrigens, zu den dünnen Schakalen könnt ihr hierzu ein Video vom Warthog Rally Set anschauen, was ich einmal auch vorgestellt habe. Als nächstes kommen wir zum Covenant Elite Commander. Charakteristisch des Commanders ist hier der merkwürdige Helm, den er auf sich trägt. Hier bekommen wir ihn mit diesem sogenannten Covenant Carbine. Der nächste Sangheili ist ein einfacher Covenant Elite Soldat, persönlich meine Lieblingsfigur in diesem Set neben dem Schakal. Wir bekommen ihn mit dem Plasmagewehr. Seine Rüstung gefällt mir, sein Helm gefällt mir und sein Plasmagewehr passt zu ihm perfekt. Alle Figuren haben eine einheitliche violette Farbgebung auf deren Rüstungen, welche sehr schön anzusehen ist. Wie lautet dahingehend das Endresultat? Mein persönliches Fazit hierzu ist, dass die Figuren alle schön gestaltet worden sind, coole Waffen sind dabei, wir haben Elemente, um eine Barrikade zu errichten und genug Einheiten, um die Stellung zu halten. Damit schließt sich der Inhalt eines Battlepacks, was dieses Set hier vollkommen erfüllt. Preislich würde ich sagen, könnt ihr getrost bei bis zu 50 Euro zuschlagen, solltet ihr so eines finden, der es verkauft. Mehr allerdings wird euch nur das Gefühl geben, für den Inhalt es nicht wert gewesen zu sein, was schade wäre für diese tolle, muss ich sagen, kleine Umsetzung. Was meint ihr zu dem Set? Findet ihr, Mega sollte erneut ein derartiges Battlepack für die Allianz rausbringen? Schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht auch, was euer liebstes Mega Halo Set in der Preisklasse von 20 bis 30 Euro ist. Das war's mit dem Video, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.